Das hier, was fast wie ein Foto aussieht, ist Milchschaum in der Kaffeetasse. Latte Art heißt diese Kunst. Und ich quäl mich hier schon die ganze Zeit und bekomme nicht mein Herz hin. Aber die Besten der Besten, die treten dieses Jahr wieder gegeneinander an. Wir waren bei der WM mit dabei. Ich versuch's nochmal. In Budapest trifft die Weltspitze der Kaffeekönner aufeinander. Eine ruhige Hand kombiniert mit starken Motiven, das sind die Voraussetzungen für den Erfolg. Und damit punkten regelmäßig die Profis aus Asien. Doch auch Markus Badura, der deutsche Meister, rechnet sich in diesem Jahr Titelchancen aus. Markus' Heimat, Deidesheim in Rheinland-Pfalz, eine typische Weinregion. Markus Badura ist einer der wenigen, die hier mit Kaffee ihr Geld verdienen. Er trainiert in der eigenen Rösterei und feilt an seiner Technik. Denn die starke Konkurrenz aus Fernost ist schwer zu schlagen. Ich glaube, die Disziplin von den Asiaten, die ist einfach größer. Die trainieren da 6 bis 8 Stunden dann nochmal täglich nach ihrem normalen Job. So viel Zeit hat Markus nicht. Er kommt auf 3 bis 5 Stunden pro Tag. Oft landet sein Kunstwerk im Abfluss, weil niemand so viel Cappuccino trinken kann. Wie funktioniert die Latte Art Methode eigentlich? Als erstes gießen wir eine Art Basis. Da gehe ich mit einem dünnen Milchstrahl direkt in den Espresso rein. Mit einem leichten Abstand von der Oberfläche. Nachdem die Tasse halb voll ist, direkt am Tassenrand an und setze den Milchschaum im Prinzip oben drauf. Leichte Schwenkbewegung nach vorne, bekomme ich mein Herz. Vor kurzem hat Markus noch schnell den amtierenden Weltmeister aus Südkorea besucht. Beim Besten der Besten konnte er mit dem Smartphone ein paar Kniffe filmen. Vielleicht helfen die ihm jetzt beim Kampf um die WM-Krone. Dann ist es soweit. Wir fahren nach Budapest, wo diesmal die Latte Art Weltmeisterschaft stattfindet. Jedes Jahr ist die Veranstaltung in einer anderen Kaffeemetropole. 40 Landesmeister aus der ganzen Welt wollen den Titel. Ich bin Nick Vink, holländischer Latte-Champion. Ich gieße gern Cobras, die sind fantastisch. Ich habe meine Technik weiterentwickelt, komplexer und außergewöhnlicher. Ich bin der südkoreanische Meister und will diesmal unbedingt Weltmeister werden. Es soll fair zugehen. Alle Teilnehmer bekommen den gleichen Kaffee. Die Kaffeemaschine wird gestellt, ebenso das Wasser und die Milch, die wichtigste Zutat. Die Milch, die muss sehr kalt sein. Kühlschrank kalt ist sehr, sehr wichtig. Umso mehr Zeit habe ich beim Aufschäumen. Wichtig zum Aufschäumen ist jedoch der Eiweißgehalt. Er liegt bei uns bei 3,4 Gramm. Knapp 3,5% Eiweiß hat die ungarische Milch. Das entspricht der normalen Frischmilch, die es auch in unseren Supermärkten zu kaufen gibt. Jeder Barista bekommt eine halbe Stunde Zeit, um sich an die Meisterschaftsmilch zu gewöhnen. Es geht los, die Vorrunde. Zeitlimit 8 Minuten. Jeder Teilnehmer muss 2 eigene Motive gießen und dann noch einmal von beiden Motiven eine exakte Kopie machen. So hat die Jury den Beweis, dass das erste Ergebnis kein Glückstreffer war. Arnon Titiprasert ist thailändischer Meister zum 8. Mal. Er gehört diesmal zu den Favoriten. Seine Lieblingsmotive? Hase und Fuchs. Und die kommen bei der Jury gut an. Der Auftritt war gut. Etwa 80% von dem, was ich normalerweise kann. Aber ich bin froh darüber. Auch für den Deutschen wird's ernst. Kännchen, Besteck, Milch. Auf der Bühne darf nichts fehlen. Aber was bewerten die Kampfrichter eigentlich genau? Sie schauen auf den Kontrast zwischen der Kaffeecrema und der Milchschaum. Wie sieht der Tisch an sich aus? Wie habe ich den eingerichtet? Wie sieht mein Bild aus, das ich vorlege? Nettes Lächeln und ja, so. Also im Prinzip, als ob es mein Gast im Café wäre, so sollte es sein. Auch der deutsche Meister hat jetzt exakt 8 Minuten Zeit. Sein erstes Motiv, eine Rose. Doch beim zweiten Bild rennt Markus die Zeit weg. Die Taube ist zwar fertig, doch muss er sie noch schwarz und grün verzieren. Die Punktrichterin macht Druck. Noch 30 Sekunden. Die letzten Sekunden. Die Motive sind fertig, aber Markus muss die Tassen noch servieren. Geschafft. Noch 9 Sekunden über dem Zeitlimit. Das bedeutet Punktabzug.
Ja, 9 Sekunden Overtime. Das sind 9 Punkte am Schluss. Können entscheidend sein. Ja. Pro Sekunde ein Strafpunkt. Hartes Reglement. Kann Markus damit noch weiterkommen? Geduld ist gefragt. Die Jury berät in einem Hinterzimmer über Hop oder Top. Bevor die Richter das Ergebnis verkünden, lassen wir uns von Markus ein Motiv zeigen, mit dem auch Laien ihre Gäste beeindrucken können. Espresso zubereiten, Milch aufschäumen, dann die Tasse aus etwa 10 cm Entfernung zur Hälfte füllen. Gehe dann an den Tassenrand und lasse dann schön die Milch reinlaufen, bis wir ansatzweise einen Kreis haben. Danach mit Schokosoße 3 Kreise malen. So, dann habe ich hier speziell Latteartbesteck, aber man kann auch einen Schaschlikspieß oder Zahnstocher nehmen und ziehe dann mal von innen nach außen. Und von außen nach innen. Und fertig, ein einfaches Motiv für zu Hause zum Nachmachen. Bei der WM steht jetzt die Entscheidung an, wer die nächste Runde erreicht. Nur 12 von 40 Teilnehmern kommen weiter. Markus hofft inständig, dass er wegen der überzogenen Zeit nicht aus dem Wettbewerb fliegt. Letzte halbe Minute wurde ich dann sehr nervös, weil ich wusste, ich lag ein wenig im Zeitverzug. Nach außen cool, innerlich angespannt. Wer löst das Halbfinalticket? Aus Italien, Matteo Belluffi. 6 von 12 Namen sind schon verlesen. Langsam wird es eng für Markus. Aus Thailand, Arnon Titiprasert. Es bleibt nur noch ein Platz für die nächste Runde übrig. Der letzte Halbfinalist ist aus Südkorea, Seonborn Won. Der Traum endet für Markus in der Vorrunde. Doch als fairer Verlierer will er trotzdem wissen, wer Weltmeister wird und wie knapp es für ihn war. Ja, muss jetzt schauen, was die Juroren sagen, und dann sehe ich es an meinen Punkten, ob es knapp war oder doch mehr Abstand. Sorry. Noch im Rennen ist der thailändische Vertreter Arnon. Er hat diesmal noch härter als sonst für die WM trainiert. Ich habe 7 bis 8 Monate für diese WM geübt. Ich träume seit 2007 davon, Weltmeister zu werden. Damals traf ich den amtierenden Champion in Australien. Und jetzt sieh mich an. 10 Jahre später kann ich es schaffen. Wir kommen zum Finale. Noch 6 Kaffeekönner sind übrig. Der Schwierigkeitsgrad wird erhöht. 10 Minuten, 3 Motive. Arnon gießt eine Farbe mit Fuchs, Hase und Reh. Er bleibt in der Zeit. Wichtig für die Punktrichter, ein innovatives Motiv, feine Details und nicht kleckern. Der italienische Champion gießt einen beeindruckenden Stierkopf. Doch auch dieser Barista hat sein Zeitlimit überschritten. Da waren einige Fehler in meinem Ablauf, ich weiß es nicht. Da ist gerade so viel Adrenalin in mir. Ich kann gerade nicht klar denken und reden. More adrenaline, I don't understand. Der Italiener ist traurig, aber die Familie ist da, wenn man sie braucht. Die Weltspitze liegt in diesem Jahr sehr eng beieinander. Einen Top-Favoriten gibt es nicht. Wer wird es also schaffen und 2017 Latte Art Weltmeister werden? Die 6 Finalisten noch einmal gemeinsam auf der Bühne. Platz 6 bis 3 werden nacheinander verkündet. Arnon aus Thailand bleibt im Rennen. Dann die endgültige Entscheidung. Griechenland oder Thailand? Der 2. Platz geht an den Landesmeister aus Griechenland. Damit ist Arnon aus Thailand der neue Weltmeister der Latte Art. Das harte Training hat sich endlich ausgezahlt. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Ich bin so froh, hier zu sein. Die letzten 7 Jahre habe ich nie aufgegeben. Das 3. Mal bin ich jetzt schon im WM-Finale und nun hat es endlich geklappt. Ich bin einfach nur stolz. Arnons kleine Tierfabel hat dieses Jahr die Jury überzeugt. Nächstes Mal tritt der Thailänder bestimmt wieder an.
Zumindest, wenn ihm wieder eine gute Milchschaumgeschichte einfällt.